So Leute, willkommen zurück zu Dawn of War. Ja, letztes Mal haben wir die Ella besiegt. Und selber haben wir noch diese Provinz da. Und wir verstärken nochmal alles. Da die Necrons uns auch noch angreifen können. Und ich habe nicht gerade viel Nerven dafür, dass sie uns vernichten. So. Dann speichern wir nochmal. Oh nein, ich glaube, das ist abgestürzt. Oder? Nein, ist es nicht. So, nochmal speichern. Okay. Wir erobern das. Ah, verdammt. Das nein. Hey, ich habe doch auch. Nee, ich habe auch schief gedrückt. Zug beenden. Die Tau greifen. Was greifen die denn an? Oh, mach mir Ergebnis. Sieg. Gut. Wir greifen die gebrochenen Lande an. Ja, machen wir. Oh, wir haben Emulator, Todeskult-Assassinen, ein Celestia-Typen. Dann haben wir hier welche. Da haben wir da noch was und hier noch was. Wir haben schon eine richtige Armee hier als Ehrengarde. Dann brauche ich ja eigentlich nicht mal um die Basis zu kümmern eigentlich. Warum erobere ich das jetzt? Gegen die Tau und die Necrons will ich schon mit guten Ressourcen anfangen. Das sind immerhin die letzten zwei Gegner. Und die Gegner ist nicht wirklich stark befestigt oder so. Also Gegner Stufe 3, also pfff. Jetzt wäre das ein Gegner. Was in der Ehrengarde ganz gut wäre, Repentia-Schwestern. Aber sowas habe ich noch nicht gesehen. Du gehst zu denen und du gehst hier hin. Vom Blitz, viele streben danach. Wenige schaffen es. Uns der Imperator. Ohne unseren Glauben würden wir verlieren. So. Meine Flammenwerfer reinigen jegliche Verdorbenheit. Wir werden diese Stellung erobern. Und diese Verteidigung schadet nun wirklich nicht. Angst und Ehrfurcht. So, bitte in der Mitte treffen. So, zweimal das. Zweimal das hier. Zweimal, zweimal das. Man sollte trotzdem den Gegner unterschätzen. Selbst wenn das aussieht, als. Naja, könnte der jetzt nichts. Das wäre aber ein fataler Fehler, glaube ich. Wird man den Gegner jetzt so unterschätzen? Ist jetzt zwar kein Gegner. Aber wenn der dann kommt und ich nicht vorbereitet bin, dann habe ich verkackt. Und bis jetzt habe ich noch keine Schlacht verloren. Das ist beachtlich. Also ich das letzte Mal, die Spielweise gespielt habe, hier, habe ich schon sehr oft verloren. Aber ich glaube, je älter man wird, desto klüger wird man. Und schneller und reaktionsfähiger halt. Feinde und Verbündete fürchten uns alle. Warum? Das ist aber nicht ein sehr guter Leitspruch. Den Verbündete einfürchten, ist das nicht sehr gut. Rosarius. Also der der Schadenschild funktioniert. Ja, der Schild funktioniert doch. Zwar nicht so heftig, aber der funktioniert. Zack. Feinde und Verbündete fürchten uns alle. Wir kennen keine Furcht. Aha, hier. Oh Gott. Hier ist die Ruhmprophetin. Die Ruhmprophetin greift an. Oh, ich habe keinen Strom. Egal. Nicht egal. Tötet die Banshees. So. Dafür braucht man. Ja, braucht man.
hier, damit wir noch Granate drauf schmeißen. So. Eine Attacke. Ja. Wir dürfen eigentlich nicht mehr verlieren. So, den kaputt. Ja, die Runde im Prophetin kommt nicht wirklich weit. Ich schmeiß mal eine Granate. So. Postball-Granate. Postball. Einmal heilen. Okay, ne, das ist überflüssig. Ja, egal. Aber hier das Multimelter. Ah, der Kristallsänger. Der baut irgendwo wieder Gebäude auf. Kann ich nicht zulassen. Ja, noch zwei Melter. Dann geht das Ding doch schneller kaputt. Die lädt er immer noch. Chaos. 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 Irgendwie so. So. Ich will gerne doch sehen, was diese Umrandung bedeutet. Oder wieder halt oder sowas. Ob es irgendwelchen besonderen Grund hat? Weiß ich nicht. Und bumm. Nett euch gekannt zu haben. Nein, der lebt immer noch. Und jetzt lebt immer. Nein, lebt nicht mehr. Gut. Jetzt fangen wir mit mehr Ressourcen in der Schlacht an. Ich hoffe 1000 Anforderungspunkte am Anfang. Das ist wahrscheinlich Wunschdenken, aber es wäre nicht schlecht. Ressourcenbonus. So, wir speichern. Ja. Wir speichern. Die Tau bewegen sich, die Necrons. Die Tau haben sich. Ja, die Necrons haben sich auch zurückbewegt. Aber im Gegensatz zu den Tau ist der schwächer. Der hat hier nichts. Aber auf die hier habe ich ehrlich gesagt keine Lust. Der will schon die hier angreifen. Wir haben die Nanayoi-Kanone. Wir greifen mal die Tau an. Ach so, wir müssen das noch erobern. Ansonsten gehen wir nicht zu denen hinan. Heran. Das ist doof. So. Das verstärken wir auch nochmal so. Übernehmen, gut. Da kann der Necron für eine Weile nichts machen. Oh Gott, das sieht, sieht ja schon jetzt schon grauenhaft aus. Oh Gott, ich erwarte jetzt eigentlich ihre riesen Monsterarmee. Oder nein, was rede ich denn da? Nicht Monsterarmee. Aber schon sehr viele Sachen zu beschützen. Deswegen machen wir jetzt mal Sturmbasen. Ah, aber das sieht schon so stark danach aus. 1, 2, 3, 4, 7. 7 strategische Ziele wahrscheinlich. Wahrscheinlich der Schreck meines Lebens. Uiuiui, das wird ein Ding. Egal was kommt, wir werden standhalten. Die Monse. Komm, lade. Danke. Was haben wir? Wir haben einmal den hier. Wir haben einmal den hier. Ich bin ein Diener des Imperators. Ja, das bist du. Ich bin ein Diener des Imperators. Ich bin ein Diener des Imperators. So. So, ihr geht mal dahin. So, Prinzipales, bitte darunter. Sie werden niemals siegen.
der nächste Sororitas-Trupp geht auch mal hier runter. So. Einmal dahin. Einmal dahin. Hier rufen immer noch zur zweiten Trupp zur Sicherheit. Dann haben wir noch das unberührte Heiligtum. So. Wir sind ja nur fünf, ja. Sind nur fünf. Hat irgendein Trupp angehalten? Sieht nicht stark danach aus. So, erobert. Steht hier oben. Ach, die Reaktoren. Zwei Flammen werfen bitte. Da fehlt doch noch ein Trupp. Der Imperator, unser Vater und Beschützer. So. Noch zwei weitere Flammenwerfer. Ich werde es erledigen. Ich erwarte untertänigst die Befehle. Was brauche ich denn dafür? Die Zentrale. Also, wie ich sehe, fangen wir schon. Oh, schon ganz gut mit Ressourcen an. Das ist etwas, was wichtig ist. Ich wünschte, hätte das früher gehabt, aber naja, kann man jetzt nichts machen. Jo, jo, jo. Achso. Ich bin auch manchmal so dämlich. Oh, der ist schon voll. Wir kennen unsere. Aber die Mitte mache ich mir ehrlich gesagt am wenigsten Sorgen. Ich habe auch die Geheimnisse. Trotzdem, die Todeskult-Assassine rennt mal hier runter. Was steht denn hier oben alles? Der Celestial Top. Okay. Hier geht dann mal runter. Hier ist es noch ein bisschen zu wenig. Werden getilgt. Nur die ihr rennt dann hier hin. So. Was brauche ich denn für die Repentia? Die Zentrale. Dann bauen wir einfach noch ein paar Todeskult-Assassinen. Sie werden niemals siegen. So. Sechs Minuten bis zu einem erobern und sechs Minuten bis zum erobern und halten Sieg. Das reicht völlig ich aus. Sofort. Komm, komm, danke. Anweisungen erhalten. So. Ist das nicht die Zitadelle? Ach, blöd. Müssen wir noch so einen Trupp erstellen? Geister sind zwar nicht so schlimm, aber trotzdem. Trotzdem nerviger Haufen. Krotjäger, oh je. Also hier, der, die Mitte muss noch ein bisschen gestärkt werden. Energiewaffen und gesegnete Harnschild hier sein. 5 Minuten bis zu einem Erobern und halten Sie. So, runter, runter, runter. Der Kampf macht uns stark. Schön, wenn der Kampf euch stark macht. So. Auf die Speereinheiten bitte. Oder auf die Baukasten-Ding. Ihr geht mal dahin. Ich werde euch erschlagen. So. Ach, die kloppt da schon drauf. Das ist gut. Schlägt da mit der Fackel und der Pistole. Okay, meine Geistkrieger, man. Ja, Butsch. Und auf das Satz. Nein, 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 auf die Speer. Er schlagt den voll. Wow, ganz schön feurig. 4 Minuten bis zu einem Erobern und halten Sie. Ihr seht jetzt mal die Angriffe von ganz nah. Die rennen mit Feuerpistole. Ungläubige müssen sterben. Oh Gott. Sieht aus, als stecken wir in einem Kampf. Lasst sie nicht entkommen.
Schnell gegen dieses Peter. Ihr werdet wissen. Oh. Ja, klar, mit der Bruder kommen die schon. Was ist denn hier unten? Oh, flieg mal zurück. Ihr alle, helft mal. So, ein Celestia-Typen, aber hier noch einmal. Den dritten Flammenwerfer. Wir rüsten ja auch mal die Leute besser auf. So. 3 Minuten bis zu einem Erobern. Mann, wie lange dauert denn das? Hä, haben wir nicht 70? Jetzt. Oh. Bermudas! Ach nee, Quatsch, Barracuda, nicht Bermuda. Ich dachte, sie hießen Bermuda. Ja. Oh, unser Prinzipal ist ja schwer verwundet. Na, Captain Rico ist mir das Assassine. Die tausend ziemlich laut mit dem Angreifen. Irgendwie. Das rührt mir sehr ins Ohr. Prinzipales. Mach deine Arbeit und kill die Schwäher. Mach sie nieder. Ja, der hängt an der Luft fest. Rotweiser. Ich glaube, das ist auch so eine Elite-Einheit. 2 Minuten bis zu einem Eroberer. Und Njaun. Prinzipalisch Akner. Der brennt den Typen. Wie sieht's hier aus? Ein Flammenwerfer verloren. Komm, kaputt. Ah, oh, die Todesgott-Assassine. Zack, zack, zack. Schlecht. Oh, diese wie Schwestern, ist das nicht schön? Die Todesrot ausschließende und die Prinzipales. Wie Schwester. Die brennt hier. Der Segen des Imperators. Also, ich weiß nicht. Das ist komisch. 1 Minute bis zu einem Erobern und halten sie. Ja, ich finde sie doch ganz cool hier mit ihren zwei Schwertern und diesem Outfit da. Also, ich finde doch. Was war das denn? Ganz cool! Ein Kampfkoloss. Die sind echt böse. Sind doch schon einer der härteren Gegner. Ein Koloss. Bumm. Aber sie können nicht kämpfen, wenn sie stationiert sind. Die sind ein, sowas wie eine heftige Artillerie. Ja, alle Mann. Wir haben euch um die Speer. Und schon wieder ein Barracuda. Ah, okay. Fast gewonnen. Die Laserschütze der Barracudas ist echt ungesund für mein Auge. Zack. Es schmerzt so ein bisschen, wenn man dauerhaft drauf guckt. Es ist doch ein bisschen schmerzhaft. Naja. So, damit ist das hier erobert. Jetzt können wir uns wirklich entscheiden. Necrons oder Tau? Aber ich habe mich ja schon vorher entschieden. Die Tau, glaube ich. Also, der Tau-Man steht da jetzt nicht gerade. Das ist perfekt. Der ist nicht in seiner Basis. Und in diesem Moment muss ich zuschlagen. Ich hoffe, wenn ich den Zug beenden drücke... Ich hoffe, dass der nicht hier zurückläuft. Ich will nicht gegen das da kämpfen. Gegen so viel. Das ist ja nun... Das ist zu viel. Ja. Der hat sich nicht bewegt. Das ist gut. Das ist sehr gut. Das ist mehr als gut. Let's Play 2 speichern. So, aber das machen wir wohl im nächsten Part. Bis dahin würde ich mal sagen, adios.